100 Jahre ist es jetzt her, die Premiere von Rund um Köln 1908. Lokalmatador Fritz Dacke links war der Erste, der sich in die Siegerliste eintragen durfte. Damals mit dabei 80 Radsportler aus der Region. Gestartet wurde das Rennen morgens früh um 7. Über 204 Kilometer ging es von und nach Köln, wo 20.000 begeisterte Radsportfans die Fahrer empfingen. Im Ziel hatte Fritz Dacke nach etwa 8 Stunden Fahrzeit beeindruckende 32 Minuten Vorsprung auf den zweiten Matthias Sebastian. Nackte Beine waren damals polizeilich verboten und so musste sich so mancher Starter noch schnell eine Strumpfhose bei der lieben Mama ausleihen. Funktionärsstreitigkeiten gab es natürlich damals ebenso wie heute. Auch Rund um Köln blieb nicht davon verschont. So gab es im Jahr 1910 gleich zwei Sieger, den Kölner Jean Rosels und den Berliner Karl Wittig. Der Grund, der Bund Deutscher Radfahrer und die Radfahrerunion hatten Krach miteinander. Und so wurde das Rennen eben gleich zweimal ausgetragen. In den 20er und 30er Jahren erlebte Rund um Köln seine Glanzzeit. Fast alle Radsportgrößen des In- und Auslandes gaben sich in der Domstadt einstellig ein. Wie auch der Italiener Alfredo Binder, Sieger 1928 und erster Straßenweltmeister der Radsportgeschichte überhaupt. Oder der Berliner Kurt Stöpel, mit Platz 2 bei der Tour de France der erfolgreichste Deutsche bis Jan Ullrich. Erich Bautz gewann nicht nur Rund um Köln, er trug auch bei der Frankreich-Rundfahrt das gelbe Trikot. Während des Zweiten Weltkrieges wurde die Tradition des Rennens auf verkürzten Strecken und Rundkursen aufrechterhalten. Nur 1944 und 1945 war eine Austragung unmöglich. Aber bereits ein Jahr später wurde der Radsportklassiker wieder in voller Länge ausgetragen. Und für so manchen Urkölner schier unbegreiflich, bis weit in die 60er Jahre gehörte sogar Düsseldorf fest zum Streckenprofil. Und waren die Stars jener Tage noch so schnell unterwegs, so mancher Ausreißversuch fand doch ein unvorhergesehenes Ende. Bis 1967 war Rund um Köln fast immer ein Rennen für Profis und Amateure. Doch das änderte sich schlagartig, als der Veranstalter Gerd Uhlenbruch erkrankte und niemand außer ihm in der Lage war, solch eine Großveranstaltung zu organisieren. So blieb den deutschen Stars wie Rudi Altig und dem Krefelder Hennes Junkermann nichts anderes übrig, als fortan zuzuschauen. Doch das Fehlen aller namhaften Profis konnte die Popularität von Rund um Köln nur wenig beeinträchtigen. Jahr für Jahr säumten zehntausende radsportbegeisterte Zuschauer die Rennstrecke und trugen dazu bei, dass eines der ältesten Radrennen Deutschlands nicht in Vergessenheit geriet. Fast 25 Jahre durften in Köln nur Amateure an den Start. Aber auch in deren Siegerlisten befinden sich wohlbekannte Namen wie der des Frankfurters Didi Thurau. 3 Jahre vor seinen Tour de France-Erfolgen gewann er als Amateur 1974 auch in Köln. Obwohl das Rennen fast immer im Mai ausgetragen wurde, war der Wettergott nicht in jedem Jahr auf Seiten der Fahrer. Teilweise hatten sie mit überraschenden Wintereinbrüchen zu kämpfen oder, und das war noch viel schlimmer, mit denjenigen, die für die Fahrpläne der Deutschen Bundesbahn verantwortlich waren. Mit solchen Problemen haben die Sieger der 90er Gott sei Dank nicht mehr zu kämpfen. Udo Bölz war nach 28 Jahren der erste deutsche Radprofi, der rund um Köln gewinnen konnte. Das war 1994. Kurioses am Rande, die Spitzengruppe um Bölz wurde während des Rennens fehlgeleitet und musste, sehr zum Verdruss der Fahrer, einen 10 Kilometer langen Umweg in Kauf nehmen. Bölz ließ sich jedoch nicht beirren und bescherte dem Team Deutsche Telekom den ersten Erfolg in Köln. Und dieses Gesicht kennt jeder Radsportfan in Deutschland, Erik Zabel. Der Sprintstar aus Unna konnte sich bisher zweimal 1996 und 2004 in die Siegerliste eintragen. Ein gemeinsamer Weggefährte von Zabel ist der wohl bekannteste Sieger von Rund um Köln überhaupt, Jan Ullrich. Er triumphierte 2003. Seine Radsportkarriere war geprägt von Höhen und Tiefen. Sicherlich das Highlight, der Toursieg 97. Er löste in ganz Deutschland einen wahren Radsportboom aus. 2003 deklassierte er die Konkurrenz und gewann überlegen vor Danilo Hondo. Sieger 2005, David Kopp. Nach einem fulminanten Solo gewann der Wahlkölner deutlich vor Stefan Schumacher. Damit erreichte Kopp das, wovon rheinische Radprofis träumen. Ein Sieg beim größten Speichenspektakel der Region. Der überraschende Gewinner 2006, Christian Knees. Nach einer beeindruckenden Alleinfahrt ließ der gebürtige Bonner der Konkurrenz keine Chance. Für Knees war der Triumph in Köln der erste Profisieg überhaupt.
Die Sensation dann im vergangenen Jahr, der Sieger Juan José Aedo, Sprinter und einziger argentinischer Pro-Tour-Fahrer. Unwiderstehlich sein Antritt auf der Zielgeraden. Selbst Alessandro Petacchi, einer der weltbesten Sprinter, war an diesem Tag chancenlos. Der Erfolg bei Rund um Köln war für Aedo sein erster großer Sieg in Europa überhaupt. Noch ein Novum, einen argentinischen Sieger gab es noch nie bei Rund um Köln.